Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben uns beim letzten Mal nach da oben begeben. Da kommen wir leider nicht in den Kürbis rein. Ich würde aber sagen, heute machen wir auch weiter mit den Neuerungen. Und wir bauen heute mal das Spinnenrad. Ich hatte ja zuletzt gefragt, ob ihr vielleicht wisst wegen den Ziplines. Und mir ist gerade die Idee gekommen, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, wenn wir das... Wenn wir das Spinnenrad gebaut haben, dass man die vielleicht dann irgendwie freischaltet dadurch. Oder gar bauen kann. Deswegen laufen wir jetzt erstmal nach Hause. Und dann schauen wir mal, ob uns das irgendwie weiterhilft. Möglicherweise müssen wir aber mal gerade noch woanders hin. Ameisenbrocken, okay, nee. Da können wir schon mal eins machen. Wir brauchen die Eichelkappen, brauchen wir. Da müssen wir nochmal hoch in die Berge. Ups. Oh, Spinnenbeben. Worse than my mom's Brussels sprouts. Müssen wir aufpassen. So. Genau. Wir gehen mal hoch in die Berge, holen uns diese Eichelkappen und machen dann mal dieses Rad. Und ich bin gespannt, ob das was bringt. Ansonsten bringt es ja irgendwas zumindest, was uns vielleicht weiterhilft. Oh, hi. Man merkt halt direkt, dass wir wieder bei der Basis sind, ne? Das ist schon krass. Da kann man auch gleichzeitig mal ausprobieren. Ich habe ja das Gefühl gehabt, dass sie das ein bisschen entspannter gemacht haben, sage ich das mal, mit dem Bau. Ja, ist ja gut. Genau, Basenbau. Aha, aha, aha. In der Tat, es ist entspannter geworden. Da auf jeden Fall Lob an die Entwickler, als hätten die mein Let's Play gesehen. Wer weiß, vielleicht haben sie es ja auch gesehen. Dann gehen Grüße raus. Falls nicht, freue ich mich trotzdem drüber. Denn jetzt können wir nämlich anständig unten weiterbauen und oben auch. Also hoffe ich, dass es oben auch anständig weitergeht. Sieht zumindest gut aus auf den ersten Blick. Sieht zumindest gut aus. Wir können mal gerade hier auf die Treppe gehen. Ach ja, wir hatten ja schon ein bisschen was gebaut. Das ist nur interessant. Ich weiß gar nicht, wie das mit den... Okay. Das kann aber auch sein, dass es vielleicht... Ja, wobei, es ging ja gar nichts, oder? Ich glaube, hier ging gar nichts. Das heißt, wir können da allgemein weiterbauen. Hier haben wir wirklich Glück gehabt mit dem Dach. Aber wir, wie gesagt, wir haben was vor. Oh, ups. Na gut, ich muss sowieso runter. Oh, danke schön. Brauche ich sowieso gerade. Wir haben was vor. Und für das Spinnenrad brauchen wir 4 Ton. Die habe ich in der letzten Folge abgelegt. Genau. Dann brauchen wir die Eichelkappe. Moment, die ist vielleicht hier noch irgendwo bei. Ach, wisst ihr was? Wir machen mal gerade Folgendes. Oh, wobei, ich habe ja so viel dabei. Erstmal das hier. Und wir reparieren jetzt einfach die Schaufel. Scheiß drauf. Achso, das haben wir noch nicht gescannt. Weil ich glaube, die Schaufel... Das Quarz, das wächst ja jetzt nach. Moment, hier haben wir doch wenigstens ein bisschen Sortierung drin gehabt. Okay, können wir nicht fortführen. Schade. Aber, wo war ich stehen geblieben? Ach, doch, bei Crafting, genau. So, Ameisenbrocken, 4 Stück. Ja. Saft, 3. Dann die Flechten und die, ach genau, die Kappen. Die Kappen wollte ich suchen. Oh, oh, wir haben 10 Stück. Jetzt können wir sie auf jeden Fall mal brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Pflanzenfaser. Und dann... können wir das auf jeden Fall schon bauen. Ich glaube, das reicht sogar schon. Nee, es reicht gerade so nicht. Das bauen wir aber drin, ne? Das bauen wir drin, weil oben haben wir noch Platz. Ein bisschen. Oder? Ja, hier haben wir halt noch Platz, ne? Konstruieren. So, stellen wir das hier so in die Ecke. Ich hoffe, es ist richtig rum. Ich muss nur mal gerade irgendwie... Es ist immer schwierig. Das hier muss ich mal gerade loswerden. Das wäre so der nächste Vorschlag, der von mir käme. Wenn ich da wirklich mit den Entwicklern kommunizieren würde. Dass man die wirklich dauerhaft entfernen kann. Und vielleicht mit Saplings. Moment. Wir können ja jetzt die deutsche Übersetzung sagen. Hier die
wie hießen sie? Sprossen, ne? Sprossen waren es, glaube ich. Dass man Sprösslinge, genau, dass man die einfach an der Stelle setzt, wo man denn möchte, wo Gras wächst. Und, dass man die dann halt dauerhaft entfernen kann hier, ne? Die ins Haus ragen. Ja, okay. Gut. Schauen wir mal. Jo, 8 reicht vielleicht. Okay. Der macht Sachen. Dann lassen wir den mal Sachen machen. Ist aber noch nicht der Spinnenfaden hier. Ach ne, da ist er. Was könnte denn noch so sein, so fadenmäßig? Wahrscheinlich nichts, ne? Wahrscheinlich ist das gerade das Einzige. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Ich glaube, sonst hatten wir so nichts Neues gesehen erstmal, ne? Aber hier steht ja auch, ganz kurz. Hier steht ja auch, ne? Spanne verschiedene Materialien zu starken und edlen Fäden. Stark, würde ich dann sagen, könnte das mit den Ziplines sein. Wir können während das gerade machen ist, bevor wir da überhaupt was sehen, wird ja eh erstmal ein bisschen Zeit verstreichen. Da können wir erstmal ach, hier war's, genau. Also nicht das bauen, sondern hier, ne, Dingens hochbringen. Wobei, warte mal, was fehlte uns denn nochmal? Ach komm, dann bauen wir hier die erstmal fertig. So. Ich weiß nicht mehr, was oben, oh, am Außenposten gefehlt hat. Ja, stimmt, jetzt können wir 5 mitnehmen. So, dann komm, hier das einfach weg. Jo. 3, 4, 5. Ja, wunderbar. Dann speichere ich mal vorher, vorsichtshalber. Jo, und dann können wir nämlich die Wand mal entfernen. So, hier, überschwemmtes Gebiet. Genau, das war's. 52 Tage mittlerweile. Eieiei. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so krass lang läuft, das Let's Play. Aber ist doch schön. Ja, wunderbar. Hätte ich nicht gedacht. Aber, ja. Die Ecke können wir so lassen. Die ist ja immer noch ganz nett. Vielleicht können wir sogar jetzt hier eine Wand hinmachen, so. Na gut, das vielleicht eher weniger. Genau, das ist nämlich die Tür. Die will das nicht. Aber vielleicht hier so und dann hier auf die Schräge. Und ja, okay, hier kommen wir nicht rein. Das ist das Problem. Wir können aber ein bisschen ausprobieren. So. Und dann machen wir hier. Ah, das geht nicht. Verdammt, das geht nicht. So, geht das vielleicht? Ah, schade. Ich hätte da echt gerne jetzt so einen kleinen Raum reingebaut. So eine Art Abstellkammer. Einfach, weil wir es können, aber wir können es leider nicht. Wäre ganz schön gewesen. Na gut. Ach komm, die Feder hole ich mal mit. Und dann schauen wir doch mal. Ich mache nochmal gerade die Tür zu, wenn ich die, wenn ich die schon hier... Haben die das auch gefixt? Das haben sie auch gefixt, ja, nice. Sehr schön. Ah, haben wir natürlich nicht. Achso, ich bin zu hoch. Hui. So. Moment mal ganz kurz. Ich dachte, ich muss niesen. Das können wir nehmen. Oder auch nicht. Oder das ist ein Fehler. Wir lassen es mal. Wahrscheinlich können wir es erst nehmen, wenn da 4 drin sind. Dann überlege ich. Was machen wir als nächstes gerade mal? Was machen wir als nächstes? Ameisen-Totem. Nö, das brauchen wir nicht.
Hier, das können wir mal ausprobieren. Das wäre doch auch mal ganz nett. Einfach mal die neuen Sachen machen. So, da brauchen wir wieder 4 davon. Ich bin jetzt echt gespannt, was da rein kann. Vielleicht ist es auch sowas wie eine... Ja, wo man Waffen reintun kann und sowas. Und so ein... Wie nennt man es? So ein Rahmen einfach. Wie man es vielleicht aus Minecraft kennt. Könnte ja auch sein. Wir brauchen hier 4 Stück. So. Und 1 brauche ich noch. Da ist es. Ja, dann bauen wir das doch mal und schauen uns das mal an. Hier hätten wir noch Platz. Oben haben wir vielleicht auch noch Platz. Oben oder über oder neben dem Bett, wollte ich sagen. Oder hier. Oder auch nicht. Warum? Weiß ich nicht. Hä? Okay, wieso geht das nirgendwo? Also, nirgendwo, wo ich will. Ist aber genauso groß wie das Fenster, ne? Hm, na gut. Ja gut, hier, komm, machen wir es dahin. Benutzen! Okay. Interessant. Ich frage mich nur... Okay, das ist halt... Das macht Sinn, aber ich frage mich, wofür man das dann so farblich markieren kann. Das lassen wir drin, glaube ich. Ja, das lassen wir so drin. Ja, interessant. Ist interessant. Nee, können wir leider auch nichts verstauen. Okay. Hätte jetzt... Achso. Hätte jetzt noch sein können, aber ist leider nicht der Fall. Achso, Moment, bevor wir wieder rausgehen, der wird wahrscheinlich immer noch nicht fertig sein. Aber der braucht auch nicht mehr lange. Das ist gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Außenposten. Wir können aber, genau jetzt, wo ich das gerade sehe, können das hier nur mal gerade ausrüsten und nochmal auffüllen. Und vielleicht bauen wir uns später mal die Plusflasche. Weil die macht ja Sinn. Die macht durchaus Sinn. Oh, hat ja alles geschöpft. Die Rüstung hat auch nicht mehr so lange. Na gut, müssen wir bald wohl wieder reparieren. So, gerade mal die Ausdauer wieder regenerieren lassen. I feel a little less squishy now. Kommt hier immer noch so viel raus. Ja, nice. Springen die jetzt einfach mal hoch. Bin mir nicht sicher, ob wir die gebraucht haben. Schon wieder ein bisschen was her. Oh, hi, Mate. Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen dich. Oh, jetzt ist er ausgegangen. Na gut. Oh, die hält aber auch nicht mehr lang. Müssen wir bald neue bauen. Blau war Außenposten. Ich erinnere mich, das hatte ich in der letzten Aufnahmesession noch festgelegt. Na, komm schon. Schönen guten Tag. Ich will die immer noch als Haustiere haben. In so einem... Vielleicht sogar so ein Gehege, wo sie rumstolzieren können. Und dann so viele reintun, wie man will. Und dann... Ist ein riesiges Chaos. Was war das denn für ein Tier? Hat sich angehört wie ein Riesenmaid. Oh, die Stinker. Die... Was war das? Ach, das sind die Larven, glaube ich, ne? Die so Geräusche machen. Die Stinker brauchen wir im Moment nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Und rein theoretisch könnten wir diese Taktik mit den... ich glaube, ich hatte das doch erzählt, ne? Die Taktik mit den, wie heißen sie? Gaspfeile, glaube ich. Und dem... Bogen schießen, wo die, genau, das habe ich erzählt, wo die dann nicht aggressiv werden, können wir theoretisch auch mal hier bei der Quest ausprobieren. Wenn es sich da als sehr nützlich erweist, dann kann man das ja auch bei der Spinne mal probieren.
könnte man hier so eine kleine, ja, ich sag mal so eine kleine Übung mitmachen. Aber die Blätter sind auf jeden Fall neu. Die sind auf jeden Fall neu. Und genau, da hat ja noch eine ganze Reihe gefehlt. Ah ja, genau. Das war gut, dass ich das mitgenommen habe. Jetzt nehme ich die Tür fertig. Beim Dach hat eine ganze Menge gefehlt. Ja, da war auch was. Und ganz oben hat alles gefehlt. Okay. Hä? Okay, warum das... Achso, vielleicht wegen den Fenstern. Da hat sogar noch ein bisschen mehr gefehlt. Können wir nochmal schlafen gehen? Gleich. Dann komm, dann bauen wir noch ein bisschen ab. Ja, was ist denn hier passiert? Nice and clean. Ich frage mich, wofür die Blätter sind. Wahrscheinlich einfach nur Spielfeld. Spielweltbefüllung. Also, dass es halt nicht so kahl aussieht hier. Und hops. Gut, hier kommt vielleicht noch eine kleine Treppe hin, aber das kommt alles noch. Ich mache jetzt erstmal hier die großen Sachen. Und die halbe Wand, genau. Das müsste alles unten sein. Und ganz kurz, ich muss mir ganz kurz die Nase putzen. So, da bin ich wieder. Ich habe nämlich stark das Gefühl, dass ich mich wieder angesteckt habe. Also dieses Jahr habe ich da echt Pech. Normalerweise werde ich verdammt selten krank. Also wenn es hochkommt im Jahr vielleicht einmal. Aber dieses Jahr ist da tatsächlich der Wurm drin. Und sehr wahrscheinlich über dieselbe Stelle. Oder über denselben Weg. Ah, aber das kennt ihr ja noch. Deswegen schaue ich mal, dass ich hier so ein bisschen vorproduziere. Auch heute. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Kommentare schreibt, irgendwelche Tipps oder so, die werde ich dann sehr wahrscheinlich Ende der Woche umsetzen können, weil, wenn ich halt krank werden sollte, dann kann ich halt, okay, das geht halt alles nicht. Oh. Dann kann ich halt nichts aufnehmen, ne? Und, wenn ich dann nicht vorproduziere, dann wird es wahrscheinlich auch keine Folgen geben, wenn ich krank bin. Und deswegen will ich da vorher noch schnell ein bisschen was aufnehmen. Moment. Achso, nee, warte. Wir können jetzt schlafen gehen. Dann tun wir das doch mal schnell. Aber das ist schon echt Pech. Dann nimmst du dann Rücksicht und dann wirst du doch irgendwie angesteckt. Ah ja. Wenn es so sein soll, dann kommt es so. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Also. Ja, das können wir dann vielleicht später weitermachen, oder? Oder sollen wir... Ach komm, wir machen das jetzt noch. Weil da unten ist ja direkt clever. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen weiter weg. Oh Gott. Natürlich. Alles Ausdauer weg, aber nichts getroffen. Okay, ich sammle die schon mal ein, bevor sie alle irgendwo anders hinfliegen. So. 25 Plätze. Ich würde auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen. Ich finde es auch cool, dass die Sachen unterschiedlich groß bleiben, wenn sie runterfallen. So, wir haben jetzt 31. Dann... Nehmen wir auf jeden Fall mal 40 mit. Ah komm. Damit wir eine schön gerade Zahl haben. Jetzt haben wir 44. So. Wie sieht das aus hier? Oh ja, das ist eine ganze Menge. Dann müsste rein theoretisch unten jetzt das... nee, gar nicht wahr. Das geht hier wegen dem Fenster ja nicht. Aber da müsste fast alles fertig werden. Oh doch, es geht ja. Okay, hier lohnt sich auf jeden Fall gedrückt zu halten. Und das Fenster ist... Ach, das Fenster, das Dach meine ich natürlich. Das ist fertig. Und das hier ist ja fast wie abgezählt. Leider nicht ganz passend.
Aber fast. Aber es ist ein recht hübsches Haus geworden, finde ich. Ist halt mal was anderes. Ist so ein bisschen wie so eine Scheune, finde ich. Da wollte ich einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren. So. Jetzt schauen wir mal nach unseren Fäden. Und schauen wir mal, ob wir damit irgendwie was machen können. Gehen wir mal schnell nach Hause. Dahin müssen wir. Boah, das sind mittlerweile so. Ey, das sind mittlerweile so viele Symbole. Wäre cool, wenn man die. Das wäre auch so eine Sache, die ich ganz cool fände. Wenn man die irgendwie gruppieren könnte und dann hiermit die Gruppen umschalten könnte. Also alle Gruppen, dann Häuser, dann vielleicht Höhlen oder sonst was. Also vielleicht die Symbole umschalten könnte. Oder die Farben. Vielleicht sogar einstellbar. Wäre auch eine nette Sache. Ach ja. Na gut, na gut. Wir sind fast wieder da. Ach, das waren die Maden, die da gerade rum gekrabbelt, ne, nicht gekrabbelt, gegraben haben, sagen wir mal so. Was sind die denn hier schon wieder auf Patrouille? Und wir sind fast zu Hause, ich merk's schon. Und hops. Sehr gut, sehr gut. Oh, die Tür ist ein bisschen... Hä, warum ist die Tür kaputt? Und der hier ist fertig. Dann bitte her damit. Warum geht das nicht? Wir versuchen das mal mit, in Anführungszeichen, Gewalt. Oh Gott. Hier ruckelt es gerade echt ein bisschen. Okay, das geht auch nicht. Na super. Na super. Nee, da hilft gar nichts. Ich drück alles, aber es klappt nicht. Schade. Da können wir da leider noch nicht verwenden. Da ist wohl noch ein Spielfehler drin. Das ist sehr schade. Aber stimmt, jetzt wo ich gerade nochmal die Quest oben links sehe. Analysiere Ameisenei. Das könnten wir vielleicht machen. Wir haben sogar die Rüstung noch an. Worse than my mom's Brussels sprouts. Na komm, einen noch. Was soll's. Das ist schon krass, ne? Den Performance-Unterschied. Ich glaube, das merkt ihr auch. Dreht sich von der Basis weg. Alles gut. Dreht sich zur Basis hin. Ja, nee, danke. Eieiei. Wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Herstellen. Fackel. Ach, das war so viel Zeugs. Deswegen mache ich so selten Fackeln, weil da so viel Kram immer ist. Oder ungern. Na gut, na gut. Wir dahin müssen wir. Oh, hi. So. Ah, oh, das reicht ja sogar. Sehr gut. Und es fehlt eigentlich nur noch Sepp, ne? Genau. Sepp müsste auch da vorne sein. Dann können wir da nochmal eine neue Fackel bauen. Müsste eigentlich auch hier vorne zu finden sein. Oh, hi. Ach ja, tut mir nichts. Ich habe ja die Rüstung noch an. Ja. Dankeschön. Dann gehen wir mal runter. Nochmal gerade auf Nummer sicher. Ja. Alles gut. Ich hoffe, dass jetzt die Eier da sind durch das Update. Durch vielleicht einen Fix sogar. Aber wir machen mal Folgendes. Hier ist sie. Die rüsten wir zuerst mal aus. Oh Gott. Ah, hier sind jetzt auch normale drin. Okay. Da ist noch Matschepampe. Jetzt drücken wir die Daumen, Leute, dass hier die Eier liegen. Das ist auch respawned. Ich weiß aber nicht, ob es am Update liegt. Nee, kein Glück.
Oh, ich kann es doch nehmen. Nice, ich kann es doch nehmen. Sehr schön. Dann holen wir auch das andere. Oh, hi. Okay, hier war keins. Dann Fluchttunnel. Hier war auch nichts. Dann hauen wir wieder ab. Wir haben wenigstens ein Ei, dass wir dann die Quest machen können. Und dann können wir auch zwei neue annehmen. Dann lohnt sich das mehr zu Bürgel zu gehen. Ja, und die eine, die wird halt, die wird noch hart. Die wird noch hart werden. Aber das kriegen wir auch irgendwann hin. Und irgendwie. Genauso wie die Spinne. So, ich mach das mal aus. Da leuchten die Augen im Dunkeln. Weiter Ameise und normale Ameise. Okay. Das ist auf jeden Fall auch neu. Oder? Dass es so schon angezeigt worden ist. Aber hier wird es tatsächlich... Doch. Ja, okay. Die hat aber schon Schaden. Oh. Hi. Gut. Gut. Das mit den Fahnen geht leider nicht irgendwie. Das, ja, muss man mal schauen. Wir haben aber unser Ei. Das scannen wir. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil wir wieder am Ende einer Folge sind. Wir schauen aber schon mal, wo wir denn hin müssen. Oh, hier vorne gleich. Okay. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.